Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und heute würde ich euch gerne etwas über die Bitterorange erzählen. Die Bitterorange Citrus Trifolia Poncirus, auch als Dreiblatt-Zitrone bekannt. Und das ist halt nicht weiter verwunderlich, weil diese Blätter an den Stängeln immer zu dritt sitzen. Also das ist egal, ob große, kleine Blätter, wie auch immer, die sitzen immer zu dritt hier dran. Und daher hat wahrscheinlich diese fantastische Pflanze ihren Namen oder ihren trivialen Namen bekommen. Und das Besondere an dieser Bitterorange ist, dass sie winterhart ist. Weil normalerweise sind ja diese Zitrusgewächse, die haben das ja nun überhaupt nicht so gerne, wenn es irgendwie kalt wird oder wenn es gar Frost gibt, müssen die auch in der Regel eingeräumt werden ins Haus, damit denen nichts passiert. Und diese Bitterorange, die verträgt Temperaturen bis minus 25 Grad. Und deswegen eignet sie sich auch hervorragend dafür, im Garten irgendwo ausgepflanzt zu werden, sei es nun solitär oder als Hecke. Das ist eine fantastische Heckenpflanze, weil sie halt sehr verzweigt wächst, weil sie dichtes Blattwerk hat, weil sie noch Dornen hat, die zudem noch Gartenvögeln und anderen Tieren noch Schutz bieten und halt einfach einen unglaublich hohen Zierwert hat. Von April bis Mai ungefähr, da bildet sie Blüten, so schöne rosafarbene Blüten, die auch noch duften und so nektarreich sind und den Insekten halt auch eine sehr, sehr große Freude bereiten. Und aus diesen Blüten entwickeln sich so zitronenartige Früchte. Also man muss wirklich sagen, zitronenartig, weil sie sehen aus wie Zitronen. Sie schmecken auch vielleicht ein bisschen nach Zitrone, aber ansonsten sind sie nicht so wirklich die Geschmacksexplosion schlechthin. Also die Bitterorange, diese hier, die wird nicht unbedingt aufgrund ihres dollen Geschmacks da irgendwie kultiviert, sondern überwiegend wegen des Zierwertes. Obwohl, und das muss man auch sagen, diese Früchte, die kann man trotzdem sehr gut verwenden. Also die haben kaum Fruchtfleisch, dafür sehr, sehr, sehr viele Kerne. Aber man kann aus denen zum Beispiel Marmelade kochen oder man kann den Abrieb verwenden halt für alles Mögliche. Ich meine, man braucht ja ständig abgeriebene Zitrone für irgendwelche Süßspeisen, für Desserts, für Kuchen. Wenn man Tee fermentiert, braucht man das auch. Und also das gibt immer wieder Möglichkeiten. Und dafür eignen diese Früchte sich halt dann auch ganz hervorragend. Und das ist halt auch nicht so ungewöhnlich, denn diese ganz wunderbare Bitterorange hier, die ist zwar, halt ein Rautengewächs, heißt auch Citrus, also hat ja das Wort Citrus im Namen, aber ist eine andere Gattung. Ist halt nicht die Gattung Citrus, sondern diese Gattung Poncirus. Und deswegen hat sie halt nur eine entfernte Verwandtschaft mit den anderen Zitrusfrüchten. Diese Winterhärte macht sie halt deswegen so beliebt zu einem Gewächs, was halt überall im Freiland an einem hellen und sonnigen, also wirklich sehr, sehr sonnigen Standort ausgepflanzt werden kann. Sie wird im Herbst ihre Blätter abwerfen, also das ist eine laubabwerfende Pflanze. Da muss man sich keine Sorgen machen. Nicht, dass ihr denkt, oh Gott, hier meine Bitterorange, die geht gerade ein. Nein, das tut sie nicht. Das ist der natürliche Prozess und im folgenden Frühjahr wird sie dann wieder ganz normal neu austreiben. Bei der Auswahl des Standortes, abgesehen davon halt, dass er sonnig und warm sein sollte, ist auch der Boden zu beachten. Also diese Bitterorange, die hat es sehr gerne einen nährstoffreichen und vor allen Dingen durchlässigen Boden. Das ist für sie ganz wichtig, dass sich da bloß keine Staunässe bildet, denn das ist wie bei den meisten Pflanzen auch, sie mag es einfach nicht. Sie mag keine Staunässe und sie verträgt auch keine Staunässe. Und deswegen ist halt eine Durchlässigkeit sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr sie irgendwo auspflanzt und da ist das nicht unbedingt gegeben, dann wäre es sinnvoll, auf jeden Fall unten eine kleine Drainage aus Kies oder so zu legen und dann vielleicht noch ein wenig Sand mit einzuarbeiten in den Aushub, damit diese wunderbare Pflanze hier auf jeden Fall auch sich da wohlfühlt an dem Standort und nicht plötzlich Staunässe ausgesetzt ist. Dennoch sollte sie regelmäßig gegossen werden. Also nur weil sie keine Staunässe mag, heißt es nicht, dass sie halt irgendwie keinen hohen Wasserbedarf hat. Dann hat sie durchaus. Also sie sollte unbedingt regelmäßig Wasser bekommen und auch ebenso regelmäßig Dünger. Da kann man entweder so diesen Zitruspflanzendünger nehmen, der geht auch bei dieser Bitterorange ganz wunderbar. Oder alternativ halt irgendwie einen stickstoffhaltigen Dünger, der dann von April bis in August, September ungefähr halt immer zusammen mit dem Gießwasser verabreicht wird. Und beim Schneiden, das ist so eine Sache, also wenn ihr sie als Heckenpflanze kultivieren möchtet, dann ist es wirklich ratsam, sie im ersten Jahr wirklich so auf 30 cm einzukürzen. Dann es regt den Wuchs an, dann sagen die Pflanzen, okay, jetzt verzweigen wir uns noch doller, weil überall, wo geschnitten wird, an diesen Stellen verzweigt sie sich. Das ist halt jetzt egal, ob sie nun halt solitär steht oder in der Hecke. Es regt die Verzweigung an und deswegen können diese Schnitte durchaus gemacht werden, wobei es sinnvoll ist, das vor dem Blattaustrieb zu machen. Also wirklich im zeitigen Frühjahr, noch bevor sich die ersten Blätter bilden, dann, da kann man dann mit der Gartenschere mal rangehen und diese wundervolle Dreiblatt-Zitrone hier in Form schneiden.
Es ist auch durchaus möglich, sie in einem Pflanzgefäß zu halten. Also wenn ihr sagt, ne, ich lieber so einen Kübel, da passt mir besser. Wenn er ausreichend groß ist und ein Löcher hat, damit keine Staunässe sich bildet, und ihr zudem eine Drainage reinlegt und auch eine hochwertige Kübelpflanzenerde verwendet, dann kann sie auch ganz, ganz gut in einem Kübel kultiviert werden. Und wichtig ist, dann bitte keinen windigen Standort. Also so Wind und Zugluft und so, das mag sie jetzt gar nicht so sehr gerne. Und dann zeigt sie das halt auch, indem man die Blätter, die kriegen dann so, ja, die wirken dann so, wie soll ich sagen, die sind jetzt nicht direkt eingerollt, aber sie wirken so ausgedörrt, so ausgetrocknet und so, das gefällt ihr überhaupt nicht. Wenn die Blätter allerdings eingerollt sind, dann ist es wieder ein Zeichen für eine falsche Wasserversorgung. Da muss man halt wieder gucken, wie ist das Substrat, weil eingerollte Blätter ein Zeichen für zu viel oder zu wenig Wasser sein können. Also da müsst ihr dann tatsächlich das Substrat kontrollieren und sagen, Mensch, was hat denn hier meine wunderbare Bitterorange, warum sieht die so schlapp aus, was ist mit den Blättern? Also bitte Substrat kontrollieren. Hier habt ihr nochmal die Bitterorange in 3D und vielleicht seht ihr das hier, diese langen, wirklich langen und wirklich sehr, sehr spitzen Dornen. Eine Vermehrung, die kann über Folgen erstmal ganz normal über die Kerne. Das ist ja halt meistens so, dass man diese Zitruspflanzen wie halt auch andere Orangen oder Zitronen oder was auch immer, die kann man ja sehr schön durch Kerne vermehren. Das geht bei ihr hier auch. Da einfach so einen Kern halt in Erde stecken, immer schön warm halten, schön feucht halten und dann entwickeln sich in der Regel die jungen Pflanzen dann auch. Oder alternativ eine Stecklingsvermehrung. Da werden dann halt wirklich so 10 cm lange Triebe halt abgeschnitten von dieser Pflanze, in Wasser gestellt und dann warten, bis sie wurzeln. Und sobald dann halt die Wurzeln so schon ein bisschen, ja, wo man schon Wurzelmasse sieht, dann werden sie wiederum in hochwertige Kübelpflanzenerde oder Zitruspflanzenerde gepflanzt und so kultiviert wie erwachsene Pflanzen. Da gibt es dann also keine weiteren Besonderheiten. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ach mein Gott, also eine Pflanze möchte ich unbedingt haben, schaut nach, ob ihr irgendwo ein Plätzchen habt, wo ihr euch an diesem Anblick erfreut, an dem Anblick der schönen Blüten, an dem orangenartigen Duft, den diese Blüten verströmen, an den glücklichen Bienen und Hummeln, die kommen und aus den Blüten trinken, dann hinterher an den schönen Früchten und so. Dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, so eine wirklich sehr, sehr, sehr pflegeleichte Bitterorange bei euch zu kultivieren. Und diese Bitterorangen, die stammen ursprünglich aus Asien, also aus China und Japan, und sind aber schon im 11. Jahrhundert ungefähr nach Europa gekommen, und zwar nach Italien. Also da irgendwie über den Seeweg, da hat irgendjemand diese schönen Pflanzen hier mitgebracht. Und seit so vielen Jahrhunderten, also fast von Jahrtausenden kann man ja sagen, da werden die auch schon bei uns in Europa kultiviert. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr liked es, ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.